jetzt ziehen wir uns D'Narrow rein. Auch ein sehr, sehr begnadeter Künstler. So, kennen auch noch nicht so viele. Deswegen wollte ich einfach mal das Ding mit euch noch zusammen anschauen. Weil ich der Meinung bin, dass dieser Dude einfach echt geilen Scheiß raushaut. Also, lass uns mal das Ding mal ja, analysieren und feiern und rein damit. Richtige 80-Vibes, Mann. Richtige 80er-Jahre-Vibes. Und das ist schon nice. Auf jeden Fall recht. Also Menschen mit Vision sind auf jeden Fall inspirierend und es muss auch so sein, weil solche Leute sind auch Vorboten, sage ich immer. Und die müssen halt auch mit gutem Beispiel vorangehen und die Leute vielleicht auch motivieren, dass sie dann auch ihre Vision ausleben können. Und ja, was manche Leute raushauen, so ist einfach unglaublich, ne? Also es gibt so vieles, was einfach noch, was man auch vielleicht nicht direkt kennt. So, es gibt auch viele Sachen, die ich noch immer noch nicht kenne so und gerne kennenlernen möchte. Und es ist einfach schön, wenn man halt den Austausch hat und seine Gedanken freien Lauf lassen kann und einfach die Inspiration einfach, ja, einfach laufen lassen kann und auch Inspiration von anderen Leuten auch nochmal aufsaugen kann und selber Inspiration vergeben kann. Und ja, das ist halt dieser kreative Austausch. Und ja, sowas ist immer nice. Und sowas ist halt auch eine sehr geile Sache in der Musik, die ich auch sehr feier und als Künstler halt auch sehr schätze. Zum Großstadtgeflüster. Baby sagt, sie kann nicht chillen, sie will raus auf die Straße. Entweder komm ich mit oder sie lässt mich warten. Ich lenk den Wagen mit Fahrtwind. Panorama auf dem Dachblick. Auf die Stadt, wenn es Nacht ist. Tausend funkelnde Farben. Hab dein Duft in der Nase. Wir sind Bonnie und Clyde. Mach das Ort dein und ich roll ihn uns ein. Holly muss sein. Ei bei der Stadt wie das Hollywood sein. Ich brauch Ice so later. Du sagst mein Flow geht ab. Denn ich zeig dir Hits, die sonst keiner kennt. Far from Hope, so wie Spider-Man. Und wir beide wissen, dass diese Nacht hier unendlich ist. Ey, mega chillig. Ich fühle mich einfach wie in den 80ern. So dieser Beat, Mann, der bringt mir einfach diesen 80-Flavor. Und ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber mich bringt das einfach in diese Stimmung. Und ich feiere das einfach. Auch dieser Vibe vom Video. Auch dieses Flanger drinne und also dieses Flackern im Video und diese alten Klamotten, so 80er-Jahre-Klamotten. Dann noch diese ganzen Einspielungen, das Auto natürlich auch. Ne? Es bringt alles diesen 80er-Vibe, Mann. Der macht alles richtig, der Brudi. Da kann man auf jeden Fall Props rausgeben. D'Narrow, Alter, check den Jungen ab. Mega nice. Der Bruder, der kann auf jeden Fall, wenn er will, richtig krassen Scheiß raushauen. Und das ist das Beste, ne? Beste Beweis dafür auf jeden Fall. Und hey, wenn ihr denkt, der macht nur solche Sachen, der hat sich auf jeden Fall geirrt. Der Typ ist kreativ, der macht auch krasse Lyrics, der macht auch richtigen Rap und sowas. Und da hat er sich einfach ein bisschen ausgetobt, weil er einfach diese Sache halt auch fühlt. Und ich fühle es auch, Mann. Wenn er es fühlt, so, dann kommt dieses Gefühl auch rüber. Deswegen sage ich auch, wenn man Die die Scheiße Scheiße selber selber fühlt, fühlt, dann dann fühlen fühlen das das auch auch die die Leute. Leute. Und Und ja, ja, der der hat hat mich mich auf auf jeden jeden Fall Fall gerade gerade voll voll in in diesen 80-Wahn reingebannt, so gesehen. Und das ist schon nice. Wenn jemand sowas schafft, so Respekt. Du sagst, Baby, bitte mach, was du machst, aber bremst mich nicht. Baby, let me driften. Ja, siehst du mal, was für die Ladies auch dabei hier, ne? Also, Bescheid.
Baby, dann wir Drifter. Zwischen all dem Großstadtgeflüster. Baby, dann wir Drifter. Zwischen all dem Großstadtgeflüster. Ah. Ich könnte mir das einfach auch so im Hintergrund anhören so, und einfach dazu einfach einen chilligen Vibe haben. So. Einfach entspannen. So. Und das ist echt ein entspannender Vibe. Und ey, Digga, geil gemacht. Straße, entweder komm ich wieder, du lässt mich warten. Ich werde den Wagen mit Farbe. Du weißt genau, ich vertraue die Frauen. Doch mit dir bin ich down wie down. In der Stadt der Engel. Können wir nachts nicht pennen. Wir sind schwer verliebt. Das Ganze wirkt manchmal zu viel. Unser Film hat die Farben von einem Polaroid. Ich red mäßiges Englisch oder Deutsch. Mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir. Ich verliere mich hier im Wir, mit dir, mit dir. Ja gut, das war auf jeden Fall für die Ladies da draußen, ne, die das auch im Nachhinein schauen und so. Ihr könnt da immer wieder gerne zurückspulen. Also gebt euch den sexy motherfucking Boy hier. Teeny motherfucking Narrow. Kuss geht raus, Kuss geht raus. Großstadtgeflüster, bin mit dir in LA. Großstadtgeflüster, bin mit dir in LA. Brauch ein nice Soul later. Bin mit dir in LA. Zwischen Großstadtgeflüster. Mach ein Traum und im Spiel von der Ankerstarte. Um uns rum Großstadtgeflüster. Ab und zu bekifft, doch wir wollen nicht schlafen. Um uns rum Großstadtgeflüster. Baby sagt, sie kann nicht chillen, sie will raus auf die Straße. Entweder komm ich mit oder sie lässt mich warten. Ich lenk den Wagen mit Farben. Geil, Alter, richtig chillig, Mann. Wenn ihr ihn supporten wollt, so, dann holt euch die Single. Pumpt auf jeden Fall die Narrow Großstadtgeflüster. Einfach das Ding ist geil geworden. Und er sagt noch zu mir vorher so, ey Prime, Dicker, so, ich weiß nicht, wird dir wahrscheinlich nicht gefallen. Halt die Klappe, die Narrow, Brudi. Du siehst doch, es gefällt mir. Ich feiere es. Ich kann es fühlen. Also, Schnauze. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Brett hingezaubert. So, machen wir das auch mal in den Chat rein. Für die Nachwelt.